So, meine Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Runde Let's Kommentier Battle.net Matches. Ich habe mir mal ein Human vs. Night Elf Match rausgesucht. Ich habe nämlich gesehen, dass das letzte Nachtelfen-Match ein bisschen her ist. Ja, ich will direkt mal vorweg schicken, die Tutorials brauchen noch, bis das erste kommt. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich glaube, es waren noch 5 Tage. Dann ist das letzte Let's Play-Video oben. Dann habe ich erstmal nichts mehr. Ja, und dann widme ich mich erstmal den Map-Tutorials. Das heißt, ich werde euch die verschiedenen Maps etwas näher bringen. Das heißt, ich werde aber nicht jede Map zeigen. Ich werde die Maps zeigen. Moment, welche waren das? Die damals in der ESL-Liga für Warcraft 3 in der Pro Series gespielt wurden. Aber nur die Standardkarten, nicht selbst erstellte. Das wären einmal Tal der Schmelze, Verstecktes Tal, also Melting Valley, Secret Valley, Terina Stand, das ist diese Karte hier, die wir hier gerade sehen. Dann Twisted Meadows, Wiesenwogen, Lost Temple, Verschollener Tempel, Turtle Rock, Schildkrötenfels, Gnollwood, Gnollwald. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen. Sieben Stück sind das, ja. Sieben Stück, genau. Die werde ich euch versuchen, in allen Facetten zu zeigen und zu erklären und zu sagen, wo man was kriegt. Deshalb stellt euch auch schon mal drauf ein, die werden dann nicht im regelmäßigen Abstand kommen. Das Problem ist, ist mir in letzter Zeit die Lust der aufs Aufnehmen vergangen. Das hier geht jetzt noch, das ist ja jetzt nichts. Ich mag Ziege! Boah! Lust ist mir etwas, was Let's Playen angeht, vergangen, aber das ist jetzt kein Let's Playen, das ist ja ein Let's Tutorial, nenne ich das dann mal. Ja, was gucken wir uns das hier den Nachtelfen an? Er hat sich die Wächterin geholt. Die Warden. Ja, und der klopft jetzt hier rum. Ja, ich halte den Arm vor mich. Ich bin bereit. Jo. Steht viel da viel rum, aber ich will ja auch nicht sagen, dass ich wenig rumstehe. Das hier handelte sich übrigens um ein Spiel aus dem aus einem Battle.net-Turnier. Ja. Das hier war auch ein sehr cleverer Schachzug eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob er das schafft. Ich habe mir den Replay erst einmal nur angeguckt. Euer Gebäude ist fertig. Das ist natürlich auch reinste Mana-Verschwendung. Gucken, ob der Archer fällt. Ah, er hat ihn aber schon rechtzeitig angevisiert gehabt. Ja, und nochmal Mana weg. Und Level Up aber infolgedessen. Ein Wächterschutzzauber kann er gut gebrauchen eigentlich, um mal zu gucken, wo immer was ist. Ich habe mir inzwischen auch mal einen Stiefel der Geschwindigkeit geholt. Das heißt, dann geht der Erzmagier ab wie eine frisch geteerte Autobahn. Wir haben jetzt gleich schon knapp die Hälfte des Replays um. Es handelt sich, glaube ich, mal ein 8 oder 8 Minuten Ding. Ich habe mir mal im Replay Explorer 2.0 mal die Klicks angeguckt. Also wir hatten beide im Schnitt in der Minute 66 Klicks. Ist relativ ruhig eigentlich. Er ist sehr defensiv. Also gut, das soll mich jetzt nicht stören. Ein kleiner Tipp, wenn ihr im Battle.net unterwegs seid und gerne Turniere spielt. Wartet einfach mit den Turnieren ab. Wartet wirklich ab, bis irgendwie die Zeit kurz davor ist, abzulaufen. Weil dann haben alle nämlich, die etwas besser sind, schon ein paar Siege weg. Und alle, die etwas schlechter sind, haben dann eben schon die Niederlagen kassiert. Und wenn ihr dann quer einsteigt, so kurz vor Ende, dann bekommt ihr auch schwächere Gegner, wenn ihr gerne auf Turnierbildchen steht. Da gibt es ja auch so diese Bildchen. Ja, ich hatte schon bis... Ich überlege gerade, hatte ich Manaroth schon? Ne, Manaroth, den Grubenlord hatte ich noch nicht. Ich hatte die Teufelswache. Ja, die Teufelswache hatte ich schon. Und ich war auf dem besten Weg dahin, Manaroth zu kriegen.
Und ich hatte natürlich bei den Menschenbildchen schon die China Proudmoore, oder wie sie in der Übersetzung von Woff heißt, Jaina Prachtmeer. Na gut, was mir jetzt hier auffällt, ist, der hat sehr wenig Holzarbeiter. Nämlich nur noch zwei. Jetzt gleich nur noch einen. Gut. Er hat jetzt gleich 30 von 30 Supply. Das Schöne ist ja, er macht ja jetzt hier den Mondbrunnen. Damit hätte er weitere Einheiten produzieren können, aber ich vermassel ihm das. So, jetzt haben wir die interessante Situation. Wir machen beide gleichzeitig ein Go. Ich fange jetzt hier gleich an, das zu erforschen. Ich hatte gehofft, dass das rechtzeitig fertig ist, aber ich glaube, es wird nicht mehr rechtzeitig fertig. So, und ich kloppe ihm hier gleichzeitig seine Mine kaputt. Das Schöne ist natürlich, dann kriegt er jetzt erstmal, hat er jetzt kein Gold nach Zufluss mehr. Ich hau ihm jetzt auch noch die Wisps kaputt. Glaube ich zumindest, jawohl. Er macht sich in der Zwischenzeit daran, hier dieses Gebäude einzureißen. Und es fehlt noch eine ganze Menge, nämlich ungefähr etwas mehr als die Hälfte, bis das fertig ist. So. Sofort der Townportal. Ich habe hier alle Wisps kaputt gehauen. Und jetzt kommt erstmal ein Zug vorbei und jetzt geht's hier los. Mein Mountain King ist auch hier hinten schon da. Hier. Und ich habe mich natürlich jetzt hier so reingeportet, dass er zumindest durch diesen Haupteingang nicht mehr raus kann. Und hier unten stellt er sich selbst zu. Und jetzt geht's einfach ans Metzeln ran. Zack. So. Jetzt könnte ich natürlich einfach hier zustellen und mit dem Erzmagier hier hochgehen und dann dieses Kuckrohr da nehmen. Sichtbarkeit machen, glaube ich, heißt das. Aber da der Tag sowieso fast um war, konnte ich jetzt auch einfach warten. Wir können ja mal supply-mäßig gucken, was er gleich noch hat. Ja, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was er hatte. Ja, 7 Minuten 37. Kurzes Match. Ja. Und bis neulich.